Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu Buzz Aldrins Space Program Manager. Und wir haben ja noch laufende Missionen. Aber lasst uns doch mal schauen, was wir aktuell an Möglichkeiten haben. Wir haben noch zwei Wissenschaftler über, was für mich heißt, dass wir uns noch ein neues Programm aussuchen können, oder? Was sind denn das für Kameraden? Das sind sehr gute Kameraden, sehr gut. Aber ich bin mir momentan nicht sicher, welche Programme da noch Bedarf haben. Wie wäre es denn mit diesem? Research and Design, ja, da passen sie rein, unsere Freunde. Sehr gut. End Season, yes. 91,2%. Das heißt, nächste Season machen wir die Lunar Roving Vehicle Geschichte. Sehr gut. Hier tut sich meines Erachtens auch nicht mehr viel. Pioneer 10, alles klar. Pioneer 12. Können wir schon fast machen. Pioneer 13 noch nicht. Pioneer 11 dafür eventuell. Und Mariner 9 geht noch nicht vonstatten. Pioneer 6 fliegt noch. Ja, das machen wir nochmal Monitor. Viel ist da ja nicht mehr zu erwarten. Die Waschmaschine, sie fliegt. Oder es könnte auch so ein, was könnte das noch sein? Ein seltsamer Hut. So ein kleiner Fess. Mit so einem wirbeligen Wirbelding obendrauf. 12. 5 von 6. Sehr gut. Und dafür gibt es fast gar nichts mehr. Sehr schön. Aber wir haben ja noch Pioneer 10. Und Pioneer 10 sollte uns rein theoretisch mehr Informationen bringen, aber wir sind noch im Transit. Und der Pfeil unten zeigt nach rechts, aber das Ding fliegt nach links. Ich bitte da um Erklärung. 6 Seasons. 6 Seasons. Naja, gut. Das hat wunderbar geklappt. Er ist da längst geflogen. Sehr schön. Also, Pioneer 6 und Pioneer 10 werden noch gemacht. Pioneer 10 ist jetzt ausgeforscht. Das ist natürlich ganz exzellent. Das heißt, wir haben mehr Wissenschaftler frei. Aber die wichtigen Dinge zuerst. Manage Programs, Project Apollo. Wir haben hier noch eine Mission und die steht aus. Und was? Wir haben nicht genug Personal verfügbar. Wieso denn das nicht? Es sind nur 12. Nur 12? Wir brauchen 15? Ach, vermaledeit. Vermaledeit. Okay. Naja, dann müssen wir eben noch mal eine Season warten. Mariner 9. Schauen wir mal, ob wir hier noch ein bisschen bessere Forschung machen können für Mariner 9. 94, 95, 92 zu 95, alles klar. Pioneer 11. Ja. 91,2 ist schlechter als 92. 91,9 ist schlechter als 91,7. Und 91,7 ist besser als 90,2. Hier ist nichts zu holen. Hier auch nicht. Wir können ja mal gucken, das ist 86,5, das könnte man eventuell schon mal machen. Hier ist 84, nein, hier, die machen wir, Pioneer 11, die schicken wir los. Und was ist das? 81, Pioneer 11 schicken wir los. Aber die müsste dann fast genauso lange dauern wie die andere, ne? Ich glaube aber, wir könnten eventuell diesen Orbiter nochmal machen. Der sollte kürzer fliegen und er hatte auch bereits eine Zuverlässigkeit von 86,5. Das reicht mir. Assemble now. Best Candidates. Flight Director. Wir müssen mal was machen mit dem Flight Director. Yes.
Ich würde generell mehr Leute einstellen, aber ich glaube, die Gebäude sind voll ausgebaut. Oh! Wir können das Mission Control Center nochmal ausbauen. Hätte ich das vorher gewusst. Das können wir nicht weiter ausbauen. Das können wir weiter ausbauen. Das können wir nicht weiter ausbauen. Ja. Wunderbar. Das ist ja gut. Denn mehr Flight Controller wären schon hilfreich. Oh, wir haben noch mehr Forscher. Nein. Die Forscher, was machen wir mit den Forschern? Wir können ja noch ein neues Programm aufmachen. Wir machen ein neues Programm auf, nämlich Mars. Mars Mariner Flyby haben wir schon gemacht. Mars Viking Orbiter und Lander, den haben wir tatsächlich noch nicht. Das ist ja schon geöffnet, genau. Das heißt, wir können den hier nehmen und öffnen. Sehr schön. Wow, das sind zwei Payloads. Das ist ehrlich gesagt beeindruckend. Und nehmen wir ruhig die teure Rakete. Zwei Orbiter. Da müssen wir uns ja aufteilen. Okay, aber dann teilen wir uns mal etwas fairer auf. Den besten mit dem schlechtesten hier und den besten verbleibendsten mit dem schlechtesten verbleibenden hier. So, End Season. Yes. So, die können wir langsam mal fliegen, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wann wir die Leute freikriegen. 94, 87, naja. Pioneer 11, übrigens fast mit das schönste Design, was ich hierzu kenne. Also wirklich, hier noch eine Windmühle, die Mariner Windmühle. Und die beginnen alle schon so in den 70ern von unserem Forschungsstand. Das ist natürlich, oder unserer Zuverlässigkeit, das ist natürlich super. Viking 1 und Viking Orbiter. Sehr schön. Okay, Resume Mission. Ich habe vergessen, die wievielte das ist. Aber langsam könnte sich die Waschmaschine mal entspannen. Ja, flieg. Flieg, kleiner Schmetterling. Und bitte Kochwäsche. 1400, das war die letzte Season. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt Leute frei. Ja, study the structure of the sun. Sehr gut. Sun-related measurements ist auch die präziseste Angabe. Ja, sonnenbasierte Dinge machen wir. Und interplanetares magnetisches Feld. Das klingt auch super. Mal sehen, ob wir dafür irgendwas kriegen. Irgendeine neue Mission freigeschaltet. Anscheinend noch nicht, aber wir gucken mal, was bei dieser Mission passiert. Ah, wir müssen ja noch ein paar Mal von links nach rechts oder von rechts nach links fliegen. Wie genau, wissen wir nicht. In eine von den Richtungen. Oder in beide. Vielleicht brauchen wir deswegen so lange, weil wir permanent von links nach rechts fliegen und dann wieder von rechts nach links. Liebe NASA, bitte mal gucken, ob wir deswegen so lange brauchen. Interessant, oder das Einzige, was hier wirklich interessant ist, ist zu berücksichtigen, dass tatsächlich wir nie direkt, wenn wir über interplanetare Transfers sprechen, nie wirklich über Flugbahnen sprechen, die direkt sind. Also vielleicht mit der Ausnahme von New Horizons, was nur ein Abstecher um den Jupiter gemacht hat, um dann direkt mit Schmackes an Pluto vorbeizufliegen. Und in den meisten Fällen machen wir etwas, das nennt sich Hohmann Transfer Orbit. Das heißt, wir starten von einem Körper und weiten dann unsere Kreisflugbahn aus, so lange, bis das ferne Ende dieses Kreises die Flugbahn des anderen Planeten, der sich ja kreisförmig um die Sonne bewegt, genau wie wir, berührt. Und das heißt, wir fliegen mehr oder weniger immer im Kreis. Von daher ist vielleicht das Saturnbild gar nicht so verkehrt von der Pioneer-Sonde. Probe Injection. Success. Das hat mein Arzt letztens auch gesagt. So. Season 1 von 6. Ach, sehr schön. Das braucht noch eine Weile.
Da haben wir unsere Crew ja gleich schon wieder gebunden. Sehr schön. Ich habe gedacht, das geht schneller, weil es nur ein Venus-Orbiter ist. So, erfolgreich. Erfolgreich. Oh, wir haben einen Flight-Controller zurückbekommen. Er ist immer noch dabei. Pioneer 10 läuft noch. Pioneer 12 läuft jetzt noch. Was? Richard Shirley? Richard D. Shirley ist getötet worden? Er hatte doch nur noch eine Mission vor sich. Warum tust du das? Warum tust du das, Spiel? Ach. Ich bin frustriert. Vor allen Dingen, weil er war ein guter Junge. Er war ein guter Junge. Und Karl ist 53, das heißt, er kommt ans Ende seiner Einsatzfähigkeit. Wie ist eigentlich hier unsere Zufriedenheit? 86%, weil wir noch lange nicht mehr so oft geflogen sind. Wir erhöhen mal bei allen Abteilungen die Zufriedenheit. Vielleicht war das ja kein Unfall mit Shirley, sondern Shirley ist irgendwie absichtlich gegen Baum gefahren, weil wir sie nicht haben fliegen lassen. Man muss dafür auch manchmal Verantwortung übernehmen. Das wäre dann so ein Fall. Ja, da wir aber jetzt immer noch 12 von 22 haben, weil die Mission, die ich dachte, die eigentlich nur ganz kurz geht, jetzt wieder 6 Seasons geht, bleibt uns nichts anderes übrig, als schon wieder aufs Knöpfchen zu drücken. Ja. Wenigstens wird der Lunar Rover besser. Die ist auch bald fertig. Tja, der ist ja schon unterwegs. Den fasse ich erstmal nicht an. Ja, sehr schön. Da kümmern wir uns jetzt erstmal nicht drum. Wir wollen mehr von den Flight-Controllern zurückhaben. So. Das müsste jetzt 4 von 6 sein. Ja. Yep. Nochmal in die falsche Richtung fliegen. Man sieht zumindest hier die leichte Kreisbahn. Das muss man ihnen zugute halten. Aber es ist trotzdem enorm verwirrend. Nach rechts, nach links. Und meine Katze, wenn ihr sie gehört habt eben, ist auch der Ansicht, dass das keine gute Idee ist. Es ist ein bisschen... Wir sind gerade zeitlich in ihrer Fütterungszeit. Von daher kann es sein, dass sie sich noch 2-3 Mal beschwert. Aber gleich kriegt sie was. Gleich kriegst du was, Schmutzi. Sie ist nicht wirklich Schmutzi, aber ich habe sie heute Schmutzi genannt, weil sie vorhin was umgeschmissen hat und alles vollgesaut war. So, Auto Assign Best Candidate. Confirm. Dann wollen wir mal sehen. Oh, oh, oh. Venus Approach. Und Gravity Assisted Retro Burn. Schnicki für einen korrekten Orbit. Sehr gut. Sehr gut. Wir sind in den Orbit gekommen. Und haben dafür auch schon jede Menge Punkte bekommen. Das stimmt mich eigentlich positiv. Pioneer Venus Orbiter, sehr gut. Aber abgesetzt haben wir ihn, glaube ich, noch nicht. Das kommt noch. Was machen unsere Controller? Machen Controller-Dinge. Venus Lander. Ich hatte das Gefühl, den hätten sie schon gemacht, aber sei es wie es ist. So. Was haben wir hier? Noch mehr Prestigepunkte. Wir brauchen ja nicht mehr Prestigepunkte. Wenigstens haben wir jetzt die Möglichkeit, mehr Mission Controller einzustellen. Higher. Und wir sortieren mal nach Flight Director. Damit kriegen wir nämlich die besten Durchschnittskandidaten. Ja. Ja. Da wir eh alle Werte erhöhen wollen. Ups, ich kann alle nehmen. Okay. Sehr gut. Die werden eh alle in die Schule geschickt. Und Wissenschaftler haben wir keine neuen frei. Was uns dazu bringt, schon eine weitere Season nach vorne zu springen. Man sieht, wie die Zeit verrinnt, wenn man darauf wartet, dass irgendwas im Weltall passiert. Deswegen bin ich mir immer noch nicht sicher, dass das etwas ist, was ein guter Karrieremove ist für jemanden, der vielleicht schon ein bisschen betagter ist. Oh, ich glaube, ich fange einfach mal an, eine Mission zum Mars zu planen. Bin aber schon 50. Neue Form von Ageism.
wo die Leute aussortiert werden, weil sie gar nicht mehr am Leben sind, wenn ihre Arbeit Früchte trägt. Mal bei der NASA fragen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die nehmen die Leute nach Qualifikationen, nach nichts anderem. Hm, 5 von 6, sehr gut. Dim, di, dim, di, dim, di, dim. Noch mehr Skills. Und gucken wir mal, wie das mit dieser Sonde vonstatten geht. 3 von 6. Ja. Ich meinte, der hätte auch einen Lander gehabt. Und warum blinkt er jetzt? Das ist das, was mich interessiert. Offensichtlich nicht so schlimm, denn sonst hätte man mir irgendwas zwischendrin gesagt. Okay. So. Das sind unsere neuen Flight Controller. Macht aber nichts, weil die noch nicht einsatzfähig sind. Und das hier sind jede Menge 1, 2, 3, 4. 4 Leute, die jetzt wieder frei sind für Forschung. Sehr gut. Welches Gebäude hat er abgegradet? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube das hier. Payload Research and Design. 95 und 93. Das machen wir wieder so mit dem Besten und dem Schlechtesten. 95 und 94. Back to Solar System. Back to Space Complex. End Season. Yes. Und warum ich jetzt immer weiter klicke, ist in erster Linie, weil wir noch immer nicht genügend Controller frei haben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich eine Mission fliegen wollen mit dem B-Team von Controllern. Das heißt, auch jetzt, wenn wir die Zahl wieder hier aufgefüllt haben. Assign Flight Controllers. Ja, confirm. Das müsste jetzt was sein? 4 von 6? Mit so einer Glocke wie aus im Soundtrack. Springt nochmal zurück, 3-4 Sekunden. Da war eben so ein Bimmelbammel-Ding wie bei Zurück in die Zukunft. Also ich, ungelogen, springt nochmal zurück. 6-7 Sekunden jetzt. Der Jupiter mit seinem markanten Auge. Das sich übrigens verändert. Wir denken immer von unseren Bildern, wir haben eine klare Vorstellung von diesem berühmten Auge des Sturms, der tatsächlich ein Sturm ist. Das ist ein Wirbelsturm auf der Oberfläche vom Jupiter. Und wir waren zuerst beim Jupiter, wie man sieht. Wir haben ihn fotografiert, wir haben die Atmosphäre untersucht und wir sind vorbeigeflogen. Und jetzt müsste rein theoretisch noch was kommen. Bin mir aber nicht sicher. Resume Mission, Monitor for Mission Control. Habe ich mich jetzt wirklich getäuscht und dieses Ding hat denn keine einzige Sonde an Bord? Wie war denn das? Warum kann ich mir solche Dinge nicht merken? 4 von 6. Wenn er in 2 Seasons noch nicht seinen Kram abgeworfen hat, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Ja, dann. Pioneer 10, Jupiter Flyby, Outcome Successful Mission. Das ist sehr gut. Das bedeutet für mich, dass wir jetzt die andere Mission angehen können. Sehr gut. Flight Controllers have graduated. Sehr gut. Basic Training. Sehr gut. Dann wollen wir mal schauen. Wir machen Manage Programs. Wir machen Project Apollo. Wir machen Lunar Landing with Surface Deployment, Type J. Und dann assemblen wir mal. Auto Assign Best Candidates. Und da wollen wir mal schauen, ob dies alles gute Leute sind. Control ist nicht gut. Control ist 59,2. Network ist 55. Haben wir noch irgendwelche Ausfälle? Nee, das sind die einzigen. Control klingt aber irgendwie übel. Und Network, keine Ahnung.
Aber alle anderen Funktionen sind zum Glück in bester Hand. Dann lass uns das nochmal versuchen. Karl, das wird dein glorreicher Trip, bei dem du auch ein bisschen Auto fahren darfst. Sharon, ich hätte euch gern noch Shirley mitgegeben, aber Shirley hatte Meinungsverschiedenheiten mit dem Baum. Ach, Shirley. So, wir sollten eigentlich irgendwo noch ein Monument hinstellen für Shirley. Ich denke, Shirley war eine wichtige Persönlichkeit. So, Advanced Training. Das sind die Manager, die nicht besetzt sind, die aber relativ kaka sind. Council, und wir hatten ja eben, was war das? Network. Und Network war, ich glaube, das Symbol war eben gefragt. Der kann mal trainieren bis nach 90 hin. Dann, der hat schon 90. Der wird erstmal nicht trainiert. Der wird trainiert. Und zwar mit diesem Symbol. Das habe ich nämlich auch noch erinnert. Noch 90. Und der hier ist auch so miese. Der darf auch in diesem Bereich trainieren. Die kriegen alle noch ihr Training und du darfst nochmal dieses Ding machen. Oh. Zack. Meine Güte. Du darfst was anderes trainieren, aber du bist auch noch nicht ganz so gut. Lass dir mal zeigen von unseren Jungs, wie das alles geht. Ella. Ella hat schon 91 und 93. Die ist allerfeinstes. Die ist ja auch sehr gut. Und danach werden wir auch nicht mehr so viele Leute brauchen. Ich glaube, ich trainiere die Jungs hier doch nochmal hoch. Und zwar auf 90 hier. Und Ella trainiere ich auf 90 hier. Sie ist schon 45. Und ihn trainieren wir bei Crew und Payloads auf 90. Ja. 90. Hey. Und ihn auch. 90. Und du kannst ja noch gar nicht so richtig. Das macht aber nichts. Wir ziehen dich hoch. Mission Operations. Na, Single Training Course geklickt. Verdammt. Dann machen wir das bei dir. Continuous. 92, aber warum nicht? Und du kriegst nochmal Crew und Payloads. 90. Wunderbar. End Season. Yes. Der Lunar Rover. Jetzt ist er fertig. Ja, die Sonden hier sind auch alle im Bereich des Machbaren, außer vielleicht hinten die Viking Orbiter und Viking 1. Okay, Resume Mission, Monitor for Mission Control. Ich habe vergessen, wie viel das ist. 5 von 6? Ich glaube 5 von 6. Und diesmal blinkt Navigation nicht. Ich glaube, sie haben den Plan gefunden, den Stadtplan. Den Planetenplan. Sehr schön. Oh, dann schieben wir das Lunar Landing zwischen. 98% Reliability, das wollen wir uns natürlich live geben. Und sind das nicht mal ein paar, sind das nicht mal ordentlich Anzeichen für eine Mission? Also Jahre nach der letzten Mondlandung kehren unsere tapferen Astronauten zurück, weil sie beschlossen haben, eine Autoprobe zu fahren auf dem Mond. Ich hatte ja schon in einer der Folgen ein bisschen was über diesen Mondrover erzählt. Unter anderem, dass er eingeklappt war in den Rumpf des Landers. Aber eine Sache, die ich auch sehr interessant finde, ist, dass man sich bewusst machen muss, dass es keine NASA-interne Hausentwicklung war, sondern tatsächlich ein Joint Venture von einem Autokonzern. Also ein Autokonzern hat dieses Gerät, diesen Rover für die NASA entwickelt, um ihn mitzunehmen. Und es gab verschiedene Entwürfe, aber der war nachher der sich durchgesetzt hat. Ich meine sogar, das war ein Design von General Motors, die ja hier
die ja Eigentümer sind, zum Beispiel von Opel. Genau so war das. Ich frage mich langsam, an wie vielen Stellen unsere zwei Vögel, die jetzt nicht so gut sind, hier mitmischen. No risk, no fun. No rover pun. Na? Sehr schön, jetzt kann es erstmal weitergehen Richtung Mond. Und mal hoffen, dass das nicht unser Apollo 13 wird. Lunar Orbit Insertion, sehr schön. Aber dafür, dass man sie nicht brennen sieht, finde ich es faszinierend. Also die Antriebe werden offensichtlich nicht gebraucht. Und vor allen Dingen sie fliegen mal wieder in die falschen oder in unterschiedliche Richtungen. Ich weiß nicht, warum ich das so wuschig macht, aber es macht mich wuschig. Und Powered Descent. So. Abwärts sind sie schon mal unterwegs. Landung. Wir haben die fähigsten Piloten. Die fähigste Crew an Bord. Obwohl wir Shirley nicht dabei haben. Sehr schön. Surgeon und EECOM. Oh, okay. Ich bin bereit, Geld zu bezahlen. Ich habe ein volles Konto. Hör mal, Karl, wirst du vergesslich? Das hast du letztes Mal auch schon gesagt. Du kannst doch nicht zweimal sagen. Hier, deswegen sind wir da. Sehr schön. Ah, sehr schön. Schön ein bisschen rumkurven. Fast mit die coolste Sache auf den Rovern war übrigens tatsächlich die Kameraausrüstung. Und Golf gespielt haben wir auch. Das ist diese berühmte Anekdote, dass mit diesem Werkzeug dann da Golf gespielt wurde. Ja, Rover Surface Trip, ganz genau. Es gibt von all diesen Sachen wunderbar restauriertes Material. Nochmal die Fahne reinstellen. Tja, sehr schöne Worte eigentlich. Man muss sich mal bewusst machen, dass trotz der ganzen Kalten Krieg-Propaganda NASA es immer noch geschafft hat, Worte zu finden oder im Rahmen ihrer ja sehr medienwirksamen Geschichten, wie beispielsweise die Mondlandung, die versöhnlicher waren, die ein Bild gezeichnet haben, was von einer Zukunft spricht, in der sich die Menschen alle gut verstehen. Was genauso illusorisch ist, wie zu sagen, dass alle Menschen von diesem oder jenem politischen System profitieren. Das ist auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs nicht der Fall gewesen. Aber zumindest kann man hoffen und danach streben. Und ich glaube, dafür ist es ein ganz gutes Symbol, dass wir diese Aufgabe angestrebt haben. Und das wird es auch wieder sein, wenn wir uns um so etwas kümmern wie die Marslandung. Aber ich sehe da aktuell noch keinen Konsens in der Bevölkerung. Sehr schön. Wenn das mal keine gelungene Mission ist, hoffentlich, Daumen gedrückt. Ja, sehr schön. Und 11.500 Punkte haben wir dafür bekommen. Knüller, sehr schön. Und Apollo Surface Rover Deployment, dankeschön. Und jede Menge Erfahrung für unsere Leute. Und noch einer, der frei geworden ist von den Wissenschaftlern. Und das soll es gewesen sein für diese Folge. Sehr erfolgreich. Und zum Schluss sind wir ein wenig nachdenklich geworden. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.